Der Aluminium-Außenbaum für den Krone Profi und Megaliner. In diesem Profil laufen bekanntlich die Gardinenroller und die Mittelrungen und auf demselben das Schiebedach. Und genau darum ist der Aluminium-Außenbaum auch vorgebogen. Denn er soll erst durch das Gewicht des Daches und der Seitenplanen zur Geraden werden. Und wer schnitzt eigentlich die dafür erforderlichen Laufbahnen in den Aluklotz? Oder werden die gar nicht geschnitzt? Und das checken wir bei Hydro in deren Werk in Drunen in den schönen Niederlanden. Aber werfen wir zunächst mal einen Blick in deren Schmelzbetrieb, denn Aluminium ist perfekt recycelbar. Der Aluschrott wird im Ofen eingeschmolzen und anschließend im Mehrfachverteiler zu Rundrohlingen gegossen. Von den Rundrohlingen werden die eigentlichen Presslinge auf Länge gesägt, im Ofen induktiv erwärmt, damit sie ausreichend geschmeidig sind, um dann durch das formgebende Werkzeug gepresst zu werden. Und dazu braucht es natürlich eine richtig erwachsene Presse. Die hier hat 3150 Tonnen Presskraft. Aber im Prinzip ist es wie Spritzgebäck in Omas Backstube. Das noch sehr warme Profil wird unmittelbar nach Verlassen der Matrize leicht gezogen, damit es nicht staucht. Und nach dem kompletten Abkühlen nochmal gestreckt und gerichtet. Und von diesem Profil wird dann die vom Kunden gewünschte Länge geschnitten und dieses Profil nochmal 6 Stunden lang bei 180 Grad Celsius ausgehärtet. Abschließend werden die Köpfe des Aluminium-Außenbaums vorgebohrt für die Montage der Spriegelköpfe aus Stahl. Und am Ende des Prozesses wird dann das fertige Profil in der Rollenbiegemaschine auf die gewünschte Bananenform gebracht. Und dann ab zur Krone nach Werlte, denn die nächsten Profiliner stehen schon in den Startlöchern.